Damals hat man meiner Mutter wahrscheinlich eine Spritze gegeben oder irgend so etwas, ich weiß nicht. Jedenfalls, dann ist die SS-Frau gekommen, hat gesagt: Ilse, geh hin zu deiner Mutter. Da habe ich gesagt: Nein, ihr wollt mich erschießen, ich gehe nicht. Das ist ein Stückchen weiter, wo wir waren, wo unser Camp war. Hat sie gesagt: Nein, du kannst gehen. Und ich wusste nicht, warum sie so plötzlich so nett. Da bin ich hingegangen und lag sie noch und hat so gemacht und ist umgefallen und war tot. Das heißt, wer hat ihr oder eine Spritze gegeben oder Gift gegeben, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wo man hat sie begraben. Das hat sie genommen und